Moin, Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Rapsplay und wir gehen hier mal ab, würde ich sagen. Wir haben gebetet, also an diesem Stein kann man beten, was ist Ross' Grab, das haben wir bisher noch nicht rausgefunden. Aber jetzt, so. Pipapo. Ich weiß, immer Nora Jagdgebiete, das wird einem immer angezeigt, glaube ich. Obwohl das hier als Nebenquest... Zuflucht. Offene Aufträge. Dann wäre erstmal die... Ah, ne, wir machen alles nach der Reihenfolge. So, wir können erstmal eine Schnellreise machen. Und zwar... Hätten wir hier irgendwas. Jagdglück. Finde irgendwas. Sammle 4 Eber heute. Das müssen wir alles machen. Wir haben hier sehr, sehr viele Quests. Was ist denn das? Zuflucht. Finde... Was? Finde die verrissenen Krieger in Teufelsdurst. Dann machen wir das doch mal. Das ist am weitesten unten und dann können wir von hier dann weiter nach oben gehen und machen dann die beiden. Und dann schauen wir mal, ob wir dann entweder hier nach links auswandern in das Tal oder schon hier nach oben gehen. Was sind denn die Hauptquests? Rache der Nora, eine Sucherin vor den Toren. Was sind denn Nebenquests? Altes Waffenlager? Ja. Finde Jun. Okay. Ich muss mal kurz gucken, wie die Quest heißt. Damit ich mal gucken kann, welches Level die ist. Rache der Nora. Ist aktiv. Hauptquest. Stufe 12. Man kann also in beide Gebiete gehen. Dann ist ja egal. Wir machen jetzt mal hier weiter. Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hin verschlägt. Ob wir dann rechts gehen oder erst links. Hm. Wir machen auf jeden Fall alles. Na, komm. Komm. Noch ein Stück. Gut. Jetzt müssen wir irgendeinen Typ suchen. So. Also, ich aktiviere mal die Quest hier. Finde einen, die vermissten Krieger in Teufelsdurst. Die sollen da hinten irgendwo sein. Vermisste Krieger. Teufelsdurst ist auch ein sehr fieser Ort, muss ich sagen. Es gibt sehr viele alte, zerstörte Häuser, wo man sich irgendwie leicht drin verirren kann. Hier gab es einen Kampf. Aber wer hat gewonnen? Ich weiß es nicht. In diesen Maschinen. Das gab sicher eine Massenflucht. Die Maschinensporen führen in die Ruinen. Ebenso wie Menschensporen. Okay, dann markieren wir die Spur. Führen in die Ruinen. Aha. Aber wie weit? Ich höre doch wen. Da oben. Munz. Was ist mit dem Vieh hier? Das ist doch so eins. Und das Plünderer? Das sind zwei Sägezähne. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Wie soll ich die denn überbrücken, Alter? Ich würde dem ja gern hier so ein Dings einfach ins Herz schießen. Es juckt ihn halt nicht. Ich kann das nicht mehr herstellen.
Oh, fuck. Alter, der hat mich erwischt. Okay, wir brauchen... erstmal Heilung. Und dann brauchen wir das hier. Und dann brauchen wir eine Schockbombe. Und dann brauchen wir irgendwas zum Draufhauen. Yo, der erwischt mich aber hart. Ja, komm, wir machen ihn. Ah, fuck. So, einen haben wir down. Oh, fuck. Okay, wir fackeln ihn erstmal ab. So, und dann kriegt er eine Schockbombe. Aua. Au. 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 Hab ich noch einen Heiltrank? Uiuiui. Das gibt's doch gar nicht, ey. Rein. Letzter Schuss. Eine Munition. Komm, wir nehmen noch einen Feuerpfeil. Kommst du her? Boah, die Viecher sind echt mies, ey. Können wir wieder raus? Ja. Da war nichts mit überbrücken gerade. Das wäre geschafft. Heiliger. Wie viel Lohe die haben? Metallscherben? Metallscherben. Wo ist denn der Typ? Das hat mich echt einen Heiltrank gekostet gerade. Du bist die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Na, von mir aus. So, Kühlsaft. Das war echt ein harter Fight. Oh, guck mal die alte Schaukel an. Krass, wie viel Rost. Okay. Zwei Sägezähne auf einmal, ey. Ich würde echt irgendwie gern mehr über die erfahren. Dann würde man auch mehr Schwachpunkte, glaube ich, von denen aufdecken können oder so. Da haben wir ein Läuferareal, aber... Wir gehen mal da oben hin. Wir machen mal eine Schnellreise. Meine Katze liegt schon wieder neben mir auf dem Sofa und pennt. Das ist unglaublich. Immer wenn ich irgendwie zocke und Let's Plays aufnehme, dann sitzt sie immer in der Nähe von mir oder liegt in der Nähe von mir und pennt. Als wäre das für sie beruhigend, dass jemand da ist, der redet. Statt dass sie an einem Ort liegt, wo es schön ruhig ist, wo keiner ist, jetzt im Wohnzimmer zum Beispiel oder so. Nö, lieber hier. So, Eberhäute oder was?
Sammle 4 Eber heute. Ah, hier oder da? Okay, machen wir hier. Hinter uns. Eber heute. Ich kann nicht lieber mit. Was sind das da für Viecher? Wilderer? Sägezahn? Den würde ich ja schon gern machen, ne? Sonst sind hier nur Graser. Noch nicht mehr so viel, was Dings angeht. Ich kann solche Dinger nicht mehr herstellen, ey. Wächter. Was mache ich denn mit dem jetzt aus dem Hinterhalt? Das war's. Die anderen haben nichts bemerkt. Immer den mit einem stillen Schlag. Okay, abhauen. Ja. Schockbombe. Wo ist er? Okay. Da sind wir noch geschockt. Kommt noch ein Wächter. Alter, jetzt hat er mich erwischt. Warte mal, ich habe keine Munition hier. Okay, wir machen ein bisschen hier was von. Alter, die Schockbombe bringt gar nicht so viel. Jo, er brennt. What the fuck? Wir haben ihn. Boah, wenn der brennt, ist gut, ey. Wenn der brennt, ist gut. Das wusste ich gar nicht, dass man den richtig anfackeln kann, sodass er dann rumspringt, um sein Feuer zu löschen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Und das, Alter. Aber geil, die Sägezähne, die sind cool, ey. Die gehen ab. Das macht Bock, gegen die zu fighten. Weil das ist so ein bisschen anspruchsvoller. Und die geben auch geile Sachen, glaube ich, was den Loot so angeht. Ich würde das... Warte mal, hier, das kann ich noch herstellen. Das sind Stolperfallen. Die kann man auch herstellen. Jägerpfeile, Schockbombe. Aber das hier kann ich nicht herstellen. Was fehlt mir denn dafür? Präzisionspfeile kriegen wir hin. Lass mich mal kurz was über die... Waschbär war das, ein Toter. Cool. Lass euch mal kurz was über die Maschinenarten gucken. Wo ist er denn? Bünderer. Was ist das? Verdorbene Maschine. Achso. Sägezahn. Körper, Lohe, Behälter. Beute, Lohe, Metallscherben. Zünder, Draht. Aha, also ein Zeug. Gut. Körper. Schwäche, Feuer. Feuerabriss. Also wenn man das unten trifft, den Lohbehälter, lösen eine Explosion auf. Also da müssen wir mit Feuer drauf schießen. Okay, dann wissen wir das in Zukunft. So, jetzt muss ich Eber heute sammeln. Einen haben wir schon. Ja, für Eber heute brauchen wir aber Eber. Da hinten sind ganz viele. Ah. Da rennt das Schwein.
Headshot. Bitte kill. So, zwei haben wir. Dann ist noch einer. Ah ne, das war der Arsch. Ups, jetzt habe ich noch einen Pfeil verschossen. Raser. Zwei harte Schläger, dann fallen die, ey. Geil. So, ich wollte eigentlich nur den Eber haben. Ja, rennt ruhig weg. Mieses Schwein. Alter. Komm her. Just give me your crap. Sehr schön. Da haben wir noch einen. So, das müssen alle gewesen sein. Er hat auf jeden Fall eine dabei. Sehr schön. Okay, Eber heute haben wir gesammelt. Was müssen wir denn hier machen? Finde Times Ring. Ah ja, genau. Das war der, der im Fight irgendwie seinen Ring verloren hat, den er von seiner Oma geschenkt bekommen hatte. Und seine Oma hatte den irgendwie aus einer Maschine. Hier gibt es aber sehr viele Eber. Müssen wir eigentlich uns einen Vorrat erjagen, oder? So, den Ring müssen wir finden. Den hat er wohl da hinten irgendwo verloren. Cooler Felsen, aber hier gibt's nichts zu sehen. Okay. Ein Hase! Okay, der nicht. Holt aber auch ganz schön stark aus, wenn die schlägt, ey. Halleluja, die hat da einen Wumms drauf. Boah, was ist denn das für ein Turm da hinten? Jo, das ist groß. Wo ist denn das? Das hier scheint der Turm zu sein. Was ist das denn für Viecher? Das sind Wächter, hä? Was ist das? Und jetzt bin ich ja fast hier oben. Oder eigentlich hierhin den Ring finden. Yo, was sind das für Teile? Was? Feuerbrüllrücken. Stärke, Schwäche, Eis. Schlund. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Okay, wenn die Schwäche Eis ist. Alter, der schießt ja Feuerbälle, das Vieh. Der eine ist hingefallen. Der ist durch die Falle gelaufen. Nein. Ich muss aus dem Wasser raus. Hör doch auf damit. Okay. So.
bräuchte einen Präzisionsbogen, ey. Wow! Halleluja. Wir müssen erstmal vereisen, den Typ. In your face, biatch! Oh, fuck. Was ist das hier? Keine Ahnung. Herstellen. Fallen und Tränke? Tränke. So, können wir den auch benutzen? So. Eine Munition. Aber wir brauchen auch mehr Eisbomben. Alter. Der Eisbomben. Hey, er ist vereist. Ja, wie lange kann der mich denn abfackeln? Ich pack den nicht, ich pack den nicht. Ich will gleich sowas von sterben. Okay. Boah, sind das Viecher. Wir brauchen auch mal dieses Ding, womit wir die zusammenketten können. Und wir brauchen diese krassen Pfeile. Womit man die aufsprengen kann. Ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig, diese Pfeile. Heftig, ey. Den einen konnte ich jetzt nicht mal looten. Okay. Ein paar Tipps zur Stärkung. Ja, das machen wir. Such mal den Ring. Wir können uns ja irgendwann anders nochmal mit den Viechern da widmen. Oder den Viechern da widmen, auf jeden Fall. Ich muss mal gerade schauen, wie man diese Munition für den Bogen herstellen kann. Was braucht man dafür? Echohülsen. Woher bekommt man Echohülsen? Hier bekomme ich Lohe und so ein Zeug. Komm hier, what you got? So, untersuche das Gebiet. Spule Schock. Da ist ein Helm runtergefallen. Wir haben hier einen Fuchs. Da hinten liegt was. Das ist aber nur so ein normaler Kadaver. Kann mir jetzt schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Time. Und ein Wildschwein. In welche Richtung geht das denn? Hier hin, oder was? Oder andersrum. Dass sie von hier losgelaufen sind. Ja, die Richtung. Nicht blockiert. Boah, ein Stab ist wohl. Verlorener Ring. Steckt ihm im Hals.
als ihn. Ja, das ist Tains Ring. Okay. Wo waren denn da jetzt die Feuerviecher gewesen? Hier auf dem Plateau, ne? Oder was? Sagen die Zeit 25. Wir gehen nochmal dahin. Wir legen uns nochmal mit den Viechern an. Heiltränke können wir gerade keine mehr brauen, so wie es aussieht. Doch. Eichhaltiges Fleisch. Was können wir denn hier machen? Kräuterszenarien, die vor Elementarschaden schützen. Feuerwiderstandstrank. Ein läuft das Vieh. Zwei. Vielleicht können wir uns an das eine irgendwie anschleichen und denen schon mal so einen Hit verpassen. Der halt übel reinhaut. So, hier haben wir alles vier. Sechs, 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 okay. Was hat der? Fleischhaltiges Fleisch. So. Damit. Da ist irgendwas abgesprungen. Alter, wir müssen auf Distanz gehen. Wow. Alter, wo kam der denn her? Oh shit. Explodiert der Typ da mal? Das gibt's doch nicht. Okay. Das bringt nichts. Wir können draufhauen. Jawohl. Wow. Wir brauchen noch mehr Eisbomben. Fuck, die hat nicht gesessen. Doch, die hat gesessen. Eine Munition. Pfeile. Boah, jetzt haben wir beide gepackt, ey. 25 Metall, 14 Lohe. Alter, also Lohe droppen die ja richtig gut. Was gibt der mir so? Verderbnis, 24% Verderbnisspule. Was ist das denn? Hatte sie noch alle? Da liegst du gut. Plünderer, hä? Noch so ein Teil? Okay. Zünderdraht. Geben mir nur Crap, die Viecher. Kehre zu Time zurück. Gut.
Machen wir noch eine schnelle Schnellreise. Und dann würde ich sagen, war's das auch wieder von dieser Folge. Aber wir geben die Quest noch ab. Und da geht der Stream los. Schönen Paragon-Stream. Ah. Ich möchte euch aber dann dennoch bitten, mir ein bisschen Feedback zu geben, wie ihr das Let's Play so findet, was ich besser machen soll, was ich anders machen soll. Und, ja, ich will ja das bestmögliche Entertainment für euch bieten. Und dann bin ich auch ein bisschen auf euer Feedback angewiesen, Paparillos. So. Hoffentlich war die Jagd gut. Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich frage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Besser wäre das. So, Jagdglück haben wir abgeschlossen. Ups. Die Quest gehen wir auch noch ab. Boah, es war wieder ein fieses Wetter. Großzügige Belohnungskiste haben wir bekommen. Fähigkeitenpunkte 2. Wir brauchen, glaube ich, 3, ne? Um das Reittier zu bekommen. Ja. 3, okay. Wo wollte ich hin? Inventar wollte ich hin. Und dann wollte ich bei Schatzkisten. Metallscherben. Schnellreisepaket. Okay. Munitionen. Vielleicht können wir mal gucken, dass wir diese... Sind das die, die ich habe? Da fehlt doch was. Dass wir diese Materialien beim Händler bekommen. Warte. Echohülse. Wir gehen mal gleich gucken, ob der Händler Echohülsen hat. Sie ist es. So, wir schauen mal, ob der Händler Echohülsen hat. Ich hoffe, du kommst. So, handeln bitte. Ja, ja, bla bla. Erstmal gucken, was wir verkaufen können. Rohstoffe. So, man muss da draufklicken. Auf gegen Metallscherben. Was ist denn das? Reichhaltiges Fleisch. Ja, Fleisch können wir immer gebrauchen. Verkauf gegen Metallscherben. Oder noch irgendwas? Die Reihe nicht. Verkauf gegen Metallscherben. Verkauf gegen Metallscherben. Kaufen, Rohstoffe, Echohülsen, Holzpaket, ne? Hat er nicht. Zersprengungsfallpaket, 90. Wie viel gibt's denn? Wie viel sind denn da drin? Im Besitz 10, 15. Inventar ist voll. Okay. Wir sparen uns die auf jeden Fall. Tja, ich muss los. Ich muss auch los. Noch. Danke. Ja, ja. Hatten wir schon. So, die eine Quest gehen wir noch ab. Befreie sie von der Verderbnis. Da, bei dem. Da ist er doch. Ich fand deine Freunde. Du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ganz ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Richtiger Depp. So. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Machen wir die noch auf, damit wir hier auch schön... mit Händlern. Damit wir auch schön abspeichern können und nichts mehr vergessen haben beim nächsten Mal. So, also in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall... Was gibt's denn hier? Graser? In der nächsten Folge werden wir entweder hier hinten weitermachen. Stufe 15. Verdorbene Zone Stufe 20. Wir sind Stufe 16. Es wäre ja dann hier ganz gut weiterzumachen.
Allerdings können wir auch hier weitermachen, weil wir müssen auch zum Roten Echo noch. Und dann das hier. Guck mal, hier ist noch ein Banditenlager. Und hier finden wir auch noch einiges. Ich würde ja fast behaupten, bis bevor wir hier hingehen, allerdings. Hier ist wieder ein neues Dorf. Wir machen, glaube ich, erst hier weiter und gehen dann da mal hoch. Dann haben wir das hier alles fertig und können dann das hier machen. Und dann kommen wir hier ins große nächste Gebiet rein. Und dann, oh, hier haben wir so viel Platz. Das ist dann mal Open World. Guck mal, hier haben wir noch ein paar von diesen großen Turmdinosauriern. Die Langhälse. Ja, also wir begeben uns nächste Folge mal hier hoch, machen hier weiter, machen das da, machen das hier alles. Das wird ja schnell gemacht sein, das sind ja nur ein paar Sachen finden. Und dann machen wir das Banditenlager noch, gucken uns dann hier diese komischen Viecher an. Das sieht aus wie eine Schildkröte oder so. Keine Ahnung. Und auf die Adler bin ich gespannt. Und hier so Ochsen. Und Adler, ey, da will ich auf jeden Fall mal hin. Guck mal, hier geht eine Straße bis ganz nach oben. Ich bin gespannt, Pamarillos. Ich bin gespannt. Also, dann bis zur nächsten Folge. Feedback in die Kommentare, Daumen nach oben und stay Pam. Tschüss. Anzug, bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar, denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar, denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.